Ja, moin, Mahlzeit oder auch Abend, ihr kennt das ja. Ich bin wieder mal bei einem Film in den 80ern gelandet. Aber diesmal bin ich nicht ganz alleine schuld, denn ein Kumpel von mir, der Comic Toy Hunter, macht derzeit eine Special-Reihe über Spielzeug, das die Kindheit geprägt hat in den 80ern, 90ern. Und neben Mask, Ghostbusters, Ninja Turtles gab es eine Sache, die tatsächlich verstärkt in vielen deutschen Kinderzimmern auftauchte, in Amerika sowieso, und zwar Transformers G1 oder Generation One. Es war auf jeden Fall die erste. Diese Serie sollte es über 4 Seasons geben, 95 Episoden, 2040 Minuten und ein Phänomen der 80er Jahre sein. So, aus Japan gekauft, die Lizenz in Amerika dann rausgebracht und auch über den großen See gekommen. Sollte es aber nicht bei den 4 Seasons bleiben, sondern es sollte auch einen Kinofilm geben. Spielt, glaube ich, in der Hälfte der Serie, heißt es zwischen Staffel 2 und 3. Und sollte neues Spielzeug promoten. So, habe ich hier. Allerdings habe ich davon zwei Versionen. Die erkläre ich gleich. Und das hier ist der Film in der deutschen Version. Was ich recht ärgerlich finde, denn gut, ich bin damit groß geworden, ich kenne das Originalcover. Das hier ist es nicht. Irgendeine Firma hat zwischendurch die Lizenz wohl aufgekauft für diesen Film und das Ganze nochmal für einen relativ, ja, sagen wir, für einen moderaten Preis auf den Markt gebracht. Problem ist einfach nur, das Cover ist nicht der Optimus Prime der G1-Serie, sondern aus Transformers Armada, was erst 2004, 2005 oder so, lege ich mich da jetzt nicht fest, auf den Markt kommen sollte. War also wirklich so, hey, komm, wir brauchen irgendwie ein Cover, klatschen wir was zusammen. Hinten hatten auch so drei Bilder, die eher so ja, Artworks waren, auch nicht wirklich was mit dem Film zu tun hatten, außer das unterste Bild, halt der Kampf zwischen Autobots und Decepticons. Zum Zeitpunkt des Films brodelt der Krieg zwischen diesen beiden Völkern. Cybertron befindet sich derzeit in der Herrschaft von Megatron und den Decepticons. Die Autobots haben auf 2 Monden von Cybertron Basen errichtet und haben ihre Hauptbasis auf der Erde. Haben auch menschliche Verbündete, insofern leichte Ähnlichkeiten zu Michael Bay, da hört es dann aber auch schon mal auf. Und eine neue Macht erhebt sich oder macht sich bemerkbar, nämlich Unicron. So, Unicron ist der große Vernichter von allem und nähert sich jetzt Cybertron. Tja, denkbar ungünstiger Zeitpunkt, möchte ich mal meinen. So, zeitgleich gibt es einen epischen Wendepunkt in der Geschichte des Krieges, denn Megatron und Optimus Prime tragen ihr letztes Gefecht miteinander aus, sollte man meinen. Denn, wie gesagt, es wurde Zeit, neues Spielzeug zu verkaufen, also musste man gravierende Dinge verändern. Auch bestehende Charaktere mussten angefasst werden. Und so entstand über 2 Jahre hinweg dieser Film, der unerwartete Nebeneffekte haben sollte. Nicht nur, dass man versuchte, neues Spielzeug damit zu verkaufen, man sollte auch tatsächlich, oh, hallo Katze. Ja, das ist Marlene, die wohnt hier. Au, 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 au. Ich will jetzt nicht spielen. Ah. Ja, das sind Störungen, das ist halt live, quasi. Wo war ich? Ach ja, stimmt. Nicht nur Spielzeug soll verkauft werden, bestehende Charaktere wurden angefasst und verändert. Und es sollte die Kinder der 80er Jahre erschüttern. Denn man ließ ziemlich viele Charaktere von Season 1 und 2 der G1 sterben. Ich spoilere euch da, glaube ich, jetzt nicht so viel. Oder sagen wir es so, ich will es dabei belassen, denn der Tod von Optimus Prime ist Hauptdreh- und Angelpunkt dieses Films. Und alles Weitere müsst ihr euch dann selber zusammenreimen. Ihr habt Google, ihr habt Wikipedia oder holt euch den Film. So, ich hatte ja eben schon gezeigt, es gibt noch eine Version, die ich besitze, neben dem hier. Denn der Film hat inzwischen 30 Jahre auf dem Buckel. 1986 kam er ins Kino, war also Zeit. Dadurch, dass Transformers nie wirklich aus der Mode gekommen ist, eine Anniversary Edition rauszubringen. So, ich dachte natürlich, hey cool, das müsste dann auch hier kommen.
Ja, Anschiedners. Kam in Amerika. Es kam vermutlich auch in Tibet, Timbuktu und sonst wo raus, nur nicht in Deutschland. Also, Klein Svenny importiert sich den Kram natürlich aus England. Und ich muss sagen, dieses extra Geld, das ich dafür gezahlt habe, hat sich echt gelohnt. Zum einen ein ziemlich cooles Steelbook, als auch eine atemberaubende Bildqualität. Hier haben wir, ich sag mal, beinahe das Originalbildmaterial. Ist ganz schön in die Jahre gekommen, wird ja auch nicht besser im Laufe der Zeit. Und unsere Fernsehtechnik hat sich ja ganz schön verändert seit den 86ern. Ich sag nur Röhrenfernseher. Hier hat man tatsächlich das Remastered-Material vom 4K-Transfer genommen und hat es auf die Disc gepackt. Es sind zwei Blu-rays drin, einmal eine Widescreen und einmal eine Fullscreen Edition und Unmengen an Bonusmaterial draufgepackt. Tja, das Einzige, was fehlt, also für die meisten von uns zumindest, ist eine deutsche Tonspur. Ich persönlich muss sagen, ich erkenne die Charaktere im Originalton eher als auf der deutschen Synchro. Und es ist auch einfach ein geiler Cast, der damals zusammengeholt wurde. Wir hatten Judd Nelson vom Breakfast Club, wir haben Leonard Nimoy. Star Trek, wer kennt ihn nicht? Eric Idle aus den Monty Python-Produktionen und Robert Stark aus den Untouchables. Und Weird Al Yankovic, der auch unter anderem ein Lied dazu beigesteuert hat zum Soundtrack. Ziemlich geiles Ding das, denn die Musik in diesem Film sorgt ebenfalls für Gänsehaut. Es waren ja damals eher so rockige Sachen, die angesagt waren, und Stan Bush hat einen Soundtrack erschaffen, der zeitlos ist. Das sage ich nicht häufig, gerade in den heutigen Zeiten nicht, denn heute haben wir nur Hans Zimmer und naja, der sitzt in seinem Studio. Die Jungs haben auf Bühnen performt. Ist schon ein Unterschied. Und selbst heute noch, wenn sich Stan Bush auf eine Convention in Amerika verirrt, er wird darauf angesprochen. Er wusste damals gar nicht, was diese Musik den Leuten bedeuten sollte. Er wird angesprochen und gesagt, hey, komm, lass mich dir die Hand geben, ich möchte ein Autogramm. Deine Musik hat mich durch schwierige Zeiten gebracht. Oder aber, deine Musik habe ich immer noch im Ohr nach all den Jahren. Tja, kann man das sagen bei Fluch der Karibik? Nein. Oder sonst ähnlichen Filmen. Ich bevorzuge tatsächlich inzwischen Soundtracks, die noch richtig schön eingesungen werden, die Sachen mittransportieren. Nicht, dass es andere schlecht ist. Ich habe einfach nur gewisse Präferenzen. Das bevorzuge ich. Ja. Ihr seht schon, ich laber und laber. Denn ich überlege krampfhaft, wie ich euch vermitteln kann, wie geil es damals war, in den 80ern Transformers zu haben. Und dieser Film. Sie haben sich eine komplette Story ausgedacht, um einen neuen Charakter zu etablieren und einen althergebrachten, sehr wichtigen Charakter stilvoll zu, naja, exekutieren. Aber natürlich sollte Optimus Prime nicht tot bleiben. Wenn ich mich richtig erinnere, taucht er noch zwei oder dreimal wieder auf. Ach, schon damals. Gute Charaktere sterben nie lange. Was aber auch daran lag, dass halt dieser Aufschrei durch die Kinderzimmer ging. Dass Optimus Prime gestorben ist. Auch die ganzen anderen Figuren aus Optimus Team wurden wirklich dahin gemetzelt und man hat es alles gesehen. Und das in einem Kinderfilm. Alter Falter. Eltern sind mit ihrem heulenden Kind aus den Kinos gegangen. Es gibt sogar den Bericht von einem Kind, das sich heulend in seinem Kleiderschrank eingeschlossen hat, weil Optimus Prime tot war. Da seht ihr mal, was für eine emotionale Bindung man damals zu seinen Sachen hatte. Also war ja klar, dass Optimus Prime nicht lange tot bleiben sollte. Ich glaube, in der dritten Staffel taucht er dann wieder auf und später auch nochmal. Aber das sind so Dinge, das könnte man später mal für die Serie besprechen, nicht wahr? Also, wie gesagt, wenn ihr drankommen könnt, guckt ihn euch an. Ich finde ihn sehr geil. Nicht zwingend für kleine Kinder, da stimme ich der FSK 12 schon zu. Denn man sieht tatsächlich, wie auch Roboter erschossen werden. Das große Phänomen wird allerdings nicht erklärt für mich. Warum gibt es männliche und weibliche Transformer? Setzen sie sich zusammen und bauen aus Schrauben und Federn und sowas einen neuen Transformer? Gott, Dinge! Aber auf jeden Fall Unicron, sehr coole Macht hierbei.
Aber auch das sollte alles erst später noch ein bisschen präsenter werden. Naja, wie gesagt, wenn ihr euch für die Toys der damaligen Zeit interessiert, guckt mal beim Comic Toy Hunter vorbei. Kumpel von mir hier aus Hamburg macht gerade ein sehr geiles Special, wie gesagt. Und ja, was war eigentlich euer Lieblingsspielzeug-Franchise? Und gab es dazu auch eine Cartoon-Serie? Sollte ich den Kram tatsächlich schon in meiner Sammlung haben, werde ich da liebend gerne eine Review zu machen. Wenn nicht, gucke ich, ob ich es kriegen kann. Und sollte es sowas sein wie My Little Pony oder Sailor Moon, dann erschlage ich euch, denn das ist einfach unbezahlbar nicht zu kriegen. So, das soll es sein für den Montag, so ihr denn direkt guckt. Ich werde jetzt noch ein bisschen dem Soundtrack lauschen. In dem Sinne, immer schön salty bleiben.